Es sind die Kindheitserinnerungen, die einen auch als Erwachsenen immer wieder in die Jugendzeit zurückbringen. Es ist der Teddybär zum 6. Geburtstag, der gemalte Löwe auf dem Tisch, vor dem man immer Angst hatte, oder auch der Vogel an der Wand des Schrankes, der heute so gar nicht mehr nach Vogel aussieht. Die beiden Wuppertalerinnen Dorothee Gahlen und Birgit Geisel erschaffen diese Erinnerungen. Seit bereits 13 Jahren entwerfen sie unter dem Label Isle of Dogs hochwertige Möbelstücke für die Kinderzimmer dieser Welt. Entschlossen haben wir uns dazu, sowas zu machen. Wir haben Kunst studiert beide, wir haben viel Designtheorie gemacht und hatten dann auch eine gute Basis, die Möbel zu entwerfen. Die Motive, die sind eng an den Kindern. Also zum Beispiel, wenn man den Vogel sieht, dann sieht man, dass es nicht ein Vogel ist, wie den ein Erwachsener malen würde, sondern es ist tatsächlich ein Vogel, wie ein Kind einen Vogel malt. Die Möbel sind praktisch, sind an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, ebenso wie die Motive. Und diese Motive, die Kinder erinnern sich dran. Also es funktioniert wirklich, dass die Kinder sich später daran erinnern, wie die Motive ausgesehen haben. Produziert werden die Rohmöbel in Slowenien, kommen dann aber alle in Wuppertal an und werden dort im eigenen Maleratelier erst zu den begehrten Einzelstücken. Jedes Möbelstück kann individuell vom Kunden gestaltet werden. Und auch die aufwendig handbemalten Motive machen jeden Auftrag zu einem Unikat. Es gibt keine genormten Sachen. Wir haben Standardmotive, dass wir sagen, wir haben ein Auto, ein Segelschiff, einen Frosch und sowas. Nur jeder sieht immer wieder anders aus. Der guckt anders oder das Auto fährt ein bisschen anders, hat einen größeren, einen kleineren Reifen. Es ist wirklich immer individuell. Und natürlich reagieren wir auch auf Kundenwünsche, dass wir sagen, ich möchte jetzt einen Sportwagen haben oder sowas, dass wir dann etwas entwerfen und dann genauso nach dieser Methode übertragen. Also das machen wir schon auch. Ganz neu im Programm ist das Kinder- und Jugendbett, das jetzt auf den Markt kommt. Auch hier wurde eine ganze Kinderwelt erschaffen. Die Rollgitter können zum Beispiel als Gatter für den Ponyhof im Kinderzimmer dienen. Die Anregung, ein solches Bett ins Programm aufzunehmen, kam von Kunden. Das Spielbett, was wir entworfen haben, das hat also ein halbes Jahr gebraucht, das überhaupt zu entwerfen, zu entwickeln. Viele Ideen haben wir bekommen von den Verkäuferinnen in unseren Geschäften, die natürlich sehr nah am Kunden sind, die wissen, was die Kunden wünschen, was die Kinder wünschen. Wichtig war uns dabei, dass wir die Kinder nicht festlegen. Also dass es jetzt keine Burg oder kein Prinzessinnenbett ist, sondern man kann Pferdestall spielen, man kann Post spielen, man kann Kaufladen spielen. Geliefert wird in die ganze Welt. Und auch Prominente wie Schauspieler und Fußballspieler gehören zu den Kunden.